Okay, ich glaube, in der Richtung wollte ich weitergehen. Sieht so aus, wenn so viele Schätze sind, das, als würde man da mehr verstecken. Als könnte man viel mehr da verstecken. Wow! Was ist denn das da unten? Das glaube ich jetzt nur ein Stück von daher. Insel, auch scheiße, warum? Alles gut, da ist man leider dabei keinen Schaden. Das ist wenigstens mal etwas Soziales. Bam! Tja. Schluss mit euch, Grenze, Piraten. Ist so viel und dennoch so wenig. Die blauen Hüsen sind immer wieder Gegner. Na gut, da oben ist auch ein Goldschatz. Den hole ich mir. Oh, Juwelenfrüchte. Erinnert mich an diese eine Suchmission, bei der ich fast Stunden verbracht habe. Mein Glück, dass ich sowas nicht mehr mache. Mein Glück, dass ich sowas jetzt nicht mehr machen muss. Ruck, komm da hoch. Yes, und nicht wieder runterfallen, Mann. All hier ist schließlich der Schatz. Ach, immer noch weiter hoch. So, ernst? Hä, wie soll ich denn hier hoch gelangen? Oh. Da müsste ich mich eigentlich sehen, ey. Na komm hoch. Jawohl. Gib her den feinen Schatz. Yes. Coco Set. Alles klar. Okay, ich muss in der Richtung weiter. Wir lauern weiter Piraten. Ansonsten hoffe ich, habe ich bei der Marine-Sektion keinen Schatz übersehen. Dann gehen wir mal weiter hier. Ups. Oh nein, ein spezieller Hammertyp. Die sind mir die besten. Heller Silberrücken. Hat er das nichts ausgemacht? Bleibt er jetzt echt bei der Brücke da, also beim Steg da hängen oder was? Und noch ein spezieller Dicker. Axtkämpfer-Champion. Aber durchbrochen ja. Daneben. Du schießt hier auf mich, erwarte. Gibt's und ich haue. Bam! Und weg. Ah ja, ich sehe wieder einen Schatz. Da hinten. Dann nichts wie hin. Da war es aber so nah am Rande. Moment. Ach nein, das war ein Fass. Ach doch, das war der Schatz. Das ist wieder Marine? Oh nein. Shit. Wo sind die Schätze? Ist da oben einer? Nope. Kann da keinen feststellen. Vielleicht da unterhalb? Tatsächlich. Bisschen zu offensichtlich für so einen Goldschatz.
Mit einem Juwelenset. So, den normalen Schatz wollte ich mir auch noch krallen. Oh je. Marine. Hammerfuzzi. Ich vergiss es, lass deine Bazooka stecken. Blöder Schildfuzzi. Du lass deinen Hammer stecken, verdammt. Da oben hängt auch wieder einer rum. Und jetzt nicht mehr. So, jetzt gib mir mal endlich den verflixten Schatz. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Okay. Ja, wo steckt denn der? Ach, da oben. Au, Ruck. Okay. Zum Glück nicht übers Ziel hinausgeschossen. Okay, Landkrokolader. So. War ich bei dem Turm schon? Ups! Ich merke, dass der Abgrund auch noch ist. Lölz. So. Hier lauern wieder. Ist das Marine? Moment. Oh shit, ist das etwa. Ach nein, das ist doch der Laserfuzzi! Hier? Warum steckt jetzt der hier? Ich dachte, den trifft man ein einziges Mal beim Gefängnisturm nämlich. Kisaru hieß er, ne? Oh shit. Hat mich jetzt gesehen. Nein. Da kommt er wieder. Wie heftig wird es jetzt hier abgehen? Vor allem hat das so einen Haufen Verstärkung hier. Verdammt nochmal. Hey, 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 hey. Chill mal. Alter, wow. Shit, ich muss da weg. Hm? Warte mal, was? Ist plötzlich eine weitere Mission angezeigt worden? Alter, scheiße. Auch das noch. Ein verdammter Pazifister. Shit, wie komme ich da weg? Ohne dass ich die ganze Zeit hier beballert werde. Da stürze ich mich lieber in den Abgrund. Das bringt auch nichts. Den kann ich nicht entwischen auf diese Art und Weise. Okay. Jetzt bin ich nochmal davon gekommen. Oh Mann. Was war das jetzt eben? War eine Nebenquest hier oder was? Ach, kann man hochziehen, hä? Huh? Wie in der Wind. Fujitora, hä? Huh? Nicht zu fassen, dass der Typ hier ist. Echt eine gemeine Situation. Aber warte mal, wenn ich jetzt... Ich habe doch einiges am Fertigkeitspunkt. Oh! Sogar mehr jetzt genug. Hm. Was könnte ich denn noch verbessern? Hm. Hm. Ja gut, vielleicht die Trefferpunkte nochmal aufs Maximum erhöhen. Glaube ich, wäre vielleicht besser so. Ich glaube, so komme ich besser zurecht. Gut, ich besiege ihn jetzt noch nicht. Oh nein! Da oben ist bestimmt dieser Schatz.
Wie soll ich da hinkommen? Ich glaube, ich sollte da diesen Turm hoch. Und von dort aus versuchen, hinzugelangen. So, jetzt. Achtung, fertig. Los! Haha, geschafft. Was haben wir denn hier Feines? Na, mach auf, bitte. So. Edelstücke. So gefällt mir das. Aber ich müsste sie doch alle ausschalten hier. Das wäre besser. Von dem musste ich erstmal seine Verstärkung loswerden. Sonst sind wir über hier. So. Und zumindest ein Teil davon. Bedrohliche Kriegertrupp. Aua. Hat damit tatsächlich noch nicht gesehen, diese Patrouillenscharfschütze. Verdammter Laser geht mir langsam auf den Keks. Oh nein, Kizaru hat mich gesehen. Aua! Mehrfaches Ausschalten, komm! Ach, Mann. Shit. Come on. Sehr schön. Aua. So, der ist auch weg vom Fenster. Gamma 66, kann man vorstellen. What the fuck? Wie viel Schaden macht der? Und ich habe noch nicht mal, oder? Shit, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Der macht mich sonst nur fertig. Aua! Lass mich doch! Ich sollte mich ein bisschen verstecken hier. Wenn sie kommen, erwartet sie eine böse Überraschung. Ja, komm her! Komm her! Nein! Sehr schön. Okay, auch so gut wie erledigt. Yes! Und du auch. What the? Piss dich! Mit deinem blöden Hammer. Geschafft. Bei denen kann ich mich nicht verstecken, ne? Das Gute ist, ich kann mich gut erholen währenddessen. Oh Mann, das war ein Treffer. Hoho, nice one, das war ein Headshot vom Feinsten. Und auch der hat gesessen. Shit. Jetzt geht's aufs Ganze, jetzt will das wissen. So. Ja, wen könnte ich denn hier noch ausschalten? Ich sehe sonst keinen.
Aber gut, ich habe jetzt einen Haufen Soldaten hier fertig gemacht. Das macht, gibt mir einen extra schönen Vorteil hier. Was ist mit dir los, hä? Kannst du mich nicht erwischen? Aber ich kann dich erwischen. Sehr schöner Headshot. Und noch einer. Dafür gibt, für den gibt es nur einen einzigen Fertigkeitenpunkt, ne? Also. So, jetzt, Kizaru. Aua, aua. Okay, ich glaube, das Spammen hier bringt auch nicht viel. Wow. Oh, shit. Na, warte. Alter! Alter Schwede. Okay, das macht immerhin sehr viel Damage. Oh, ey. Jetzt setzt er schon doppelt so oft ein. Oh, ey, nicht, dass mein Schild zerbricht, weil das kostet, das bringt noch mehr Damage. Schatz! Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich glaube mal nicht. Oh! Uff. So, hier bin ich kurz sicher. Aber der sieht mich immer noch. Oder? Sieht er mich noch? Der sieht mich noch, oder? Darauf gewartet, dass ich auf ihn zukomme. Shit. Na, warte. Haha. Oh, shit, was? So ein Maschinengewehr-Fuzzi auch noch? Ja. Baller nur deine eigenen Leute ab, du Depp. So, wo ist der Ballermann? Hä? Hat er sich verzupft? Nein, da ist er. Ja, komm nur hoch, du Depp. Und weg. So, jetzt bist du noch du übrig. Kizaru! Diese Geschwader nervt langsam von dem. Ha! Hätte so nicht erwartet. Und jetzt! Dich mache ich fertig! Boom! Nani? Ja, so ist es. Warum? Puh. Haben wir ihn so gut wie. Wir haben noch Full Energy. Aua. Aber das macht nicht so viel Damage. Oder liegt es daran, dass ich nämlich da, dass ich jetzt mit den Opfer-Assertions-Haki nicht so viel Schaden erleiden kann? Oh shit. Das ist meine Kombi. Aua. Ein bisschen zu übermütig hier. Jawoll! So, jetzt komm her, du. Trau dich! Und ich mache jetzt fertig.
Boah, der partet schon lange. Ich muss ihn also spalten. Wow. Das war ein heißer Kampf. Das muss ich schon sagen. Ja, gut. Dann hole ich mir meine Belohnungen. Wo ist dein erster normaler Schatz? Den Goldschatz hole ich mir später. Ja, das war schon eine nette kleine Tour durch diese Himmelsinseln. Ein weiterer optionaler Bosskampf. Es ist klar, diese Kämpfe müssen ja nicht sein. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man Kizaru sogar noch zweimal herausfordert. Also optional herausfordert. Jetzt nicht über den Gefängnisturm, sondern auch gleich hier. Ja, moin. So, wo ist denn hier der Schatz? Come on, gib mir doch endlich mal mein Treasure. Dafür bin ich hier. Gib den Schatz her, gib den Schatz her. Come on, come on. Gib den Schatz her. Wo ist er denn? Hier oder was? Ach, da. Da ist die Kiste. Gib her. Goldfleisch, 2 Stück. So, und jetzt der Hauptpreis. Weiteres Edelset. Das heißt, wir haben alle Schätze von der schwebenden Insel. Ja, okay, liebe Leute. Dann gibt's dann im nächsten Part noch den Boss Rush. Und dann war's das mit der, Ruffy Saga. Dann machen wir dann mit Zoro weiter, also mit dem Zoro DLC. Oh yes, darauf freue ich mich schon. Ich meine, mit Ruffy habe ich schon ganz gern gespielt, aber jetzt wird's endlich mal Zeit, für einen anderen Charakter, mit anderen Gameplay. Bin nur gespannt, wie das so aussehen wird. Was ich aber schade finde, ist, dass wir unsere Fertigkeitenleiste nicht vervollständigen konnten. Naja, vorher werden wir noch Kammerquests machen, ganz klar wie Kloßbrühe. Haben aber schon einiges erfüllt. Ja, Sakazuki volle dem, also Akainu. Warum er ihn Akainu nennt? Ich weiß es nicht. Wenn er eigentlich so heißt. Ja. Komm, dass ich das auch hier vollständig habe. Ja, das hier kriege ich leider nicht mehr hin. Da brauche ich 800. Puff, 1400. 1900. Alter. Oh. Da habe ich noch so einiges vor mir. 2000. 3200, 3700, 4100. Boah, knapp 5000 Punkte brauche ich noch hier, um das alles zu vervollständigen. Oh Gott. Krasse Kacke. Das kann man nur machen, wenn man optional die ganzen optionalen Bosskämpfe aufsucht. Ja, okay. Aber jetzt danke, wer es dabei sein. Wie immer gilt, wenn es gefallen wusste, ist die Bestätigung eines Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ja, also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde wirklich hinein. Wir sind in diesem Part von Let's Play One Piece World Seeker. Also, Wiedersehen und Tschüss, Leute.